Ja, wenn du dir Gedanken um eine Person in deinem Umfeld machst, finde ich es wichtig, auch auf deine eigenen Belastungsgrenzen zu achten, denn auch für dich kann das eine schwierige Situation sein, wo du dir Unterstützung suchen darfst. Weiterhin finde ich es wichtig, die betreffende Person relativ normal zu behandeln, denn wir alle sind so viel mehr als unsere Erkrankung oder unser Symptom. Du kannst überlegen, dass du dich natürlich über die Erkrankung informierst, Beratungsstellen raussuchst, online wie offline, und eine Gesprächsbereitschaft signalisierst. Viele Menschen werden das vielleicht auch erstmal ablehnen. Selbstverletzendes Verhalten ist mit unglaublich viel Scham verbunden. Doch dass jemand ein Gesprächsangebot ablehnt, heißt ja nicht, dass er nicht darüber reden will, sondern dass er vielleicht gerade jetzt in dem Moment nicht darüber reden mag. Was auf keinen Fall hilft, ist natürlich Druck ausüben oder das Ganze zu bagatellisieren oder Schuldgefühle zu verursachen. Es ist, wie bereits erwähnt, Ausdruck einer enormen Belastungssituation und die betreffende Person braucht Unterstützung.